Und damit sagen wir herzlich willkommen und guten Abend, Wolfgang Krupp, der Geschäftsführer von Trigema. Was halten Sie denn, Herr Krupp, von der Idee von Luisa Neubauer, die sagt, also wenn dir das Unternehmen nicht grün genug ist, dann mach einfach was anderes. Das ist einfacher gesagt als getan. Ich sag mal, die Mitarbeiter kriegen ja nicht überall Jobs. Und wer einen Job hat, der kann den nicht einfach aufkündigen. Das ist sicher für viele schwierig. Ich verstehe Frau Neubauer nicht. Sie muss die Unternehmer in Kritik nehmen und nicht die Mitarbeiter sagen, dass die das, was die Unternehmer verantwortlich falsch machen, dass dann die Mitarbeiter ausbaden müssen oder korrigieren müssen. Die Unternehmer müssen endlich in die Pflicht genommen werden und müssen dafür gerade stehen. Ich habe eine Rechtsform EK und wenn bei mir etwas falsch läuft, dann bin ich mit meinem gesamten Vermögen verantwortlich für das, was falsch läuft und nicht die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind geschützt, die müssen das tun, was ich sage und können nicht einfach. Man kann nicht verlangen, dass sie plötzlich kündigen, weil irgendetwas der Unternehmer falsch macht. Das wäre fatal. Ja, versuchen wir mal einen kleinen Realitätscheck. Wie ist es denn bei Ihnen? Es wird ja immer viel über die jungen Leute oder die aktuell neue Generation gesprochen. Aber wie ist es denn in Bewerbungsgesprächen? Kommen die jungen Leute und stellen mehr Ansprüche an das Unternehmen, als es früher war? Oder ist das einfach ein Klischee? Also wir haben das, was gesagt wird, das weiß Gott, was für Ansprüche gestellt werden, nicht. Bei uns sind die jungen Leute, wir sind ja auf dem Land und wir sind ein Familienunternehmen und die jungen Leute wissen, wo sie hinkommen. Die sind noch sehr anständig und die bewerben sich. Natürlich haben die gewisse Vorstellungen, was sie verdienen wollen oder was sie machen müssen. Aber diese Ansprüche, dass sie sagen, das will ich und sonst arbeite ich nicht, das erleben wir selten. Wir suchen natürlich jetzt nicht Büroangestellte mehrheitlich. Wir haben ja nur 38 in der Verwaltung und haben die anderen 1200 Leute sind ja in der Produktion und wir suchen Näherinnen, handwerkliche Leute und so weiter. Und da sind ja viele froh, dass sie Arbeitsplätze bekommen. Und das sind Arbeitsplätze, die auch entsprechend vertreten werden können und wo die Mitarbeiter auch garantierte Arbeitsplätze haben und auch viele Vorteile. Herr Krupp, in diesem Zusammenhang, und da reden wir ja über Weltklima, Klimarettung, Weltenrettung, Klimakleber, letzte Generation, was fällt mir noch ein? Das reicht erstmal. Aber wie viel Verständnis haben Sie denn dafür, was aktuell hier in Deutschland passiert? Junge Menschen, die sich fürs Weltklima auf Straßen kleben, können Sie damit leben? Also generell muss ich natürlich sagen, die Verantwortlichen in Deutschland, Europa und in der Welt haben natürlich viel zu spät auf den Klimawandel reagiert. Das können wir nicht abstreiten. Und jetzt müssen wir die Versäumnisse, die früher passiert sind, vor Jahren, die müssen wir nachholen. Nur wie sie nachgeholt werden, das ist natürlich eine Frage. Und für die Klimakleber habe ich natürlich kein Verständnis, denn so radikal kann es nicht sein. Wir müssen miteinander umgehen, es muss vernünftig sein und wir haben Verständnis für Proteste. Aber das ist ja jetzt auch vom Gesetzgeber, nachdem wir ja doch noch einen Rechtsstaat haben, auch entsprechend beurteilt worden, dass das ein Strafvergehen ist und das ist auch gut so. Ich meine, wir können nicht zulassen, dass in einem Rechtsstaat jeder meint, er könnte alles zusammentrümmern, was ihm gerade nicht passt. Aber dass die Recht haben, dass wir den Klimawandel vielleicht mit Sicherheit zu spät angegangen haben, da muss ich zustimmen. Und wenn man dann jetzt aber sagt, nochmal zur Forderung von Frau Neubauer zurück, dann kündige eben einfach. Da stellt sich ja die Frage, wie ist denn die aktuelle Situation in der Wirtschaft? Gibt es denn wirklich ausreichend Jobs, um einfach zu sagen, ich mache hier Schluss und ich gehe morgen zum nächsten? Ich meine, das klingt ja erstmal so, als sei das dann doch an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen einfach komplett vorbeigeschossen. Also das wird ja im Moment gesagt, dass man keine Arbeitskräfte bekommt und alles. Da ist sicher auch etwas dran. Aber wir bekommen immer noch Anfragen und freuen uns auch darüber, weil wir natürlich die Werte immer schon geschätzt haben. Garantierte Arbeitsplätze, auch den Kindern unserer Mitarbeiter. Und auch, dass wir entsprechend das, was das Klima auch vorschreibt, dass wir das durch unsere Werte einhalten und dass wir Bioprodukte machen, nachhaltig und produzieren und so weiter. Wir bekommen Nachfragen, aber sie sind sicher etwas weniger, als wir vielleicht vor Jahren noch hatten. Sagt Wolfgang Krupp, Geschäftsführer von Trigema. Recht vielen Dank für das Gespräch, Herr Krupp. Bitteschön.